Wie viel wiegt eine Schneeflocke? Wie viel wiegt eine Schneeflocke? Wollte ein neugieriges Eichhörnchen wissen und fragte eine alte, weiße Eule. Etwas mehr als nichts, antwortete die Eule. Nun, wenn das so ist, dann muss ich dir eine bemerkenswerte Geschichte erzählen. Neulich saß ich auf dem Ast einer Tanne, ganz nah am Stamm. Da ich nichts weiter zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, welche sich auf dem Ast und auf den Nadeln niederließen. Es waren genau 2.342.165. Und als die nächste Schneeflocke mit dem Gewicht von etwa mehr als nichts den Ast berührte, brach dieser auf einmal ab. Nun, erwiderte die Eule, vielleicht fehlt auch nur noch die Stimme eines einzelnen Menschen und eine neue, friedvolle Welt entsteht.